Hallo ihr Lieben, in diesem Video teile ich euch mehrere Tipps, die dein Leben leichter machen können. Die Blumen, wenn die verstaubt sind, kannst du entweder im Regen draußen auf der Terrasse oder im Garten oder einfach mit Dusche, mit Zimmertemperaturwasser einfach sprühen mit Wasser und der Staub verschwindet in ein paar Sekunden. Einfach habe ich in eine Tüte eingewickelt, damit Erde nicht in die Badewanne kommt. Und schaut euch an, die Pflanzen sind super sauber, ganz schnell und praktisch. Probiere diesen Tipp einmal aus. Ich zeige euch zwei tolle Tipps, wie man sparen kann. Wie man Öl in die Pfanne sparen kann oder Essig. Schaut euch an, den Deckel von einer Flasche rausgenommen und so drinnen wieder getan, wie ich gemacht habe. Dann bleiben nur drei kleine Löcher in die Flasche und jetzt kommt ganz wenig Öl in die Bratpfanne. So sparst du an Geld und Kalorien. Mit der Essigflasche kann man das gleiche machen. Hast du das schon mal an deine Mülleimer geklebt? Hier zeige ich dir, warum du das tun sollst. Dafür brauchst du eine Slipanlage, eine Binde oder einen Pflaster und ein ätherisches Öl deiner Wahl. Du kannst so schneiden, dass man nicht erkennt, um was es sich handelt. Dann gibst du ein paar ätherisches Öl darüber und klebst du diese auf den Deckel im Innere deiner Eimer. So wie ich ein Video gemacht habe. Dadurch wird es jetzt immer gut riechen, wenn du den Mülleimer öffnest. Ich habe hier einen großen Mülleimer und ein Badezimmer, einen kleinen Eimer für Badezimmer. Im letzten Teil vom Video zeige ich euch eine andere interessante Idee. Ein Ersatzmop aus Socken. Aus sauberen Socken habe ich auf die falsche Seite habe ich die Socken, weil die flauschiger sind und besser wischen können. Einfach ich bin sehr zufrieden mit dieser neuen Idee mit Ersatzmop. Er wischt super gut. Probiere diese Tipps einmal aus.